Varaya von Varaya Loves Paper mit dem Coverprojekt dieses Hochzeitsfotoalbums. Wie ich eben schon angekündigt habe, in Teil 1, es wird ein Teil 2 geben, das ist dieser. Und wahrscheinlich noch Teil 3, vielleicht auch Teil 4, we'll see. Als ich gerade Teil 1 gedreht habe und gebastelt habe, ist mir einfach mal eine schöne Idee gekommen, die ich mal direkt umsetzen und mit euch teilen möchte. Und zwar haben wir ja hier den Innenteil, der ist relativ groß, dadurch, dass es hier aufklafft und der eigentliche ursprüngliche Rücken des Albums sehr schmal ist, habe ich hier ein bisschen Platz, um ihn zu verschönern. Diesen zu verschönernden Platz, da möchte ich zwei Sachen machen. So, als erstes hole ich mir jetzt erstmal hier wieder so eine kleine, so ein kleines zum Auffangen. Ich muss einmal schauen, ob ihr noch alles sehen könnt. Ja, das sieht ganz gut aus. Rücken wir mal so schön in die Mitte. Prima. Ich habe ein bisschen hübsche Jute mit Spitze. Die werde ich jetzt hier, ja, sag ich mal, reinlegen, reinkleben, dass wir hier ein, ja, so eine Kante haben oder beziehungsweise was, ein schönes Band. Und das alleine ist ja schon recht hübsch, da geht aber noch was. Dementsprechend habe ich nämlich gedacht, ich habe hier diesen wunderschönen stabilen Faden eben benutzt, um die den Rücken einzubinden. Und mit diesem Faden werde ich hier gleich noch eine Perlenkette draufsetzen, und zwar genau hier in die Mitte von diesem Juteband. Also werde ich jetzt als allererstes diese Jute nehmen und sie mit dem wunderschönen Junk Journal Bastelkleber in das Cover kleben. Ja, da das bestimmt total spannend ist, mir beim Kleben zuzugucken, mache ich das jetzt einfach ohne euch. Hole euch dann wieder dazu, wenn ich die Streifen eingeklebt habe und wenn ich anfange, die Perlen zu fädeln und hier einzunähen. Dann hole ich euch dazu. Dementsprechend bleibt dran. So, der nächste Streich. Dieses Juteband ist hier schön eingeklebt. Ist auch schon so, naja, trocken. Ist relativ, also schon ziemlich trocken. Und dementsprechend mag ich jetzt gerne weitermachen. Mit deinem Mordwerkzeug. Nein. Kann man bestimmt dafür benutzen, aber ich lasse das jetzt einfach mal mit dem Mord. Das Buch habe ich ja schon massakriert und wieder gerettet, also lege ich jetzt hier weiter los. Falls sich jemand wundert, dass ich immer so schöne Rotzfahnen auf dem Schreibtisch liegen habe, sind keine Rotzfahnen, ist zum Pinsel abstreichen. Ich habe nämlich meine Klebepinsel hier, habe ich in einem Wasserglas stehen, damit ich sie jederzeit zücken und benutzen kann. Und daneben liegt hier so ein geknütteltes Taschentuch, was regelmäßig ausgewechselt wird, um einfach die Pinsel immer vom Wasser zu befreien, dass sich das Papier nicht wälzt. Das ist nämlich echt wichtig. So, ich schaue jetzt, dass ich hier mir nicht in den Finger steche, sondern einfach durch das Cover durch, mittig von dem Juteband. Hier ist es nicht so wichtig, mittig von dem Abschnitt hier zu stechen, sondern wirklich mittig vom Juteband, weil sonst sieht das nämlich asymmetrisch aus, auch wenn man es eigentlich ausgemessen mittig macht. Wir machen es optisch mittig. Ganz andere Nummer. So, ich habe hier auch wieder meinen Faden vorbereitet. Ich habe ja noch gar nicht erzählt, was ich machen will, ne? Mache ich gleich. Meinen Faden vorbereitet mit einer kleinen Schlaufe. Das heißt, der wird gleich einmal rumgehen. Aber als erstes wird er hier durch das Cover durch. Na, komm schon. Schwupps. Einmal durch das Cover gehen. Jetzt fliegt meine Tracklist weg, egal. Ich hänge mir meine Nadel hier einmal dazwischen. Oh, jetzt sehe ich gerade, ich bin doch ein bisschen im Klebstoff hängen geblieben, aber den kann man wunderbar abrubbeln. Also halb so wild. So, ich habe mir jetzt einfach nur einen Stopper eingebaut. Und ich habe mir meine Glasperlen rausgesucht. Dieses Cover oder dieses Journal ist, also hat viele silberne Elemente, auch viele rustikale Elemente und ja, rustikal, dazu zählt ja auf jeden Fall das Juteband. Dieses, ja, diese Glasperlen in verschiedener Art werden das ein bisschen richten, sage ich mal.
richten ist relativ. Also sie werden dafür sorgen, dass das edler aussieht und nicht ganz so rustikal. So, und ich versuche immer hier große und kleine Elemente abzuwechseln. Auch mal hier so eine runde Perle mit einzubauen. Ja, ich habe ja verschiedene, auch so diese ganzen, dann gucken wir mal, ob die Nadel da durchkommt. Nein, bei denen bleibt die Nadel stecken. Auch so diese milchweißen. Ein paar sind für diese Nadeldicke, die ich aber für den Faden brauche, nicht unbedingt geeignet. Da muss man ein bisschen improvisieren. So, und das heißt, ich wechsle hier durchsichtige mit milchigen ab und so weiter und so fort. Das ist auf jeden Fall hier mein weiterer Plan für das Cover. Ja, hier jetzt mal eine schöne Glasperlenkette ranzufädeln, die dann hier langläuft, weil, wie gesagt, das Cover sperrt an der Außenseite und nicht am Rücken auf. Dementsprechend muss man auch, na, passt das wieder nicht? Dementsprechend muss man natürlich auch da, wo es nicht sperrt, einfach noch mal ein paar Deko-Elemente setzen. Also finde ich jedenfalls, dass die da wunderbar aufgehoben sind. Und genau, deswegen habe ich mich hierfür entschieden, einen kleinen Perlenstrang da reinzuziehen. Das gleiche werde ich natürlich hinten auch tun. Und auch wie eben schon müsst ihr mir nicht zugucken, wie ich hier kilometerweise Perlen fädel und mir die Welt erkläre. Ich werde euch gleich einfach das fertige Ergebnis zeigen. Das heißt, ich fädel jetzt hier die Seite auf, mache es dann fest und danach mache ich die andere Seite, also die Rückseite, dann in Eigenregie fertig und zeige euch das fertige Ergebnis. Dementsprechend wird das Video nicht wieder 3,5 Stunden lang gefühlt, sondern hoffentlich ein bisschen kurzweiliger. Ja, hoffentlich kurzweiliger. Gebt mir gerne einfach eine Rückmeldung, wie das da ausschaut. Ob das für euch fein ist, ob es für euch zu lang, zu langweilig, zu was auch immer ist. Mal nicht nur moppern, sondern einfach auch bitte einen Gegenvorschlag oder einen Verbesserungsvorschlag bringen. Moppern kann jeder. Gute Vorschläge machen kann nicht jeder. Dementsprechend freue ich mich auf all diejenigen, die sagen, hey, du könntest das und jenes besser machen. Oder das und das ist mir aufgefallen. Versuch's doch mal so. Das geht einfacher oder das ist hübscher oder. So, ich glaube, ich habe jetzt die gleiche Perle irgendwie 5-mal angepackt. Ach, guck, hier haben wir eine bunte. So. Also, die Welt lebt von guten Ideen. Und Bastler leben von guten Vorschlägen und auch konstruktive Kritik auch immer gerne. So, wenn ich weiß, was konstruktiv ist, bitte mal nachschlagen. Nein, Spaß beiseite. Kritik immer gerne, aber immer mit einem guten Verbesserungsvorschlag. Dann ist die herzlich willkommen. Ich gehe auch mal davon aus, dass das auch weiteren YouTubern so geht und nicht nur mir. Dass sich viele einfach wünschen, Verbesserungen zu bekommen oder Ideen zu bekommen, aber nicht mopperige Ideen, sondern wirklich gute Verbesserungsideen. So, wie ich euch ja versprochen habe, Teil 1 ist fertig gezogen und jetzt versuche ich auch hier wieder, so, ich ziehe jetzt noch nicht lang, weil ich habe gerade meinen Stopper hier rausgezogen. Moment, ich hole euch mal wieder richtig ins Bild. Schwuppdiwupp. Perlen weg, weil sonst gibt es ein Malheur und ein Malheur landet meistens auf dem Boden. Genau, ich versuche jetzt hier wieder schön die optische Mitte zu treffen. Und hinterher, das alles Gebamsel, was dann da draußen am Cover hängt, das wird sowieso noch mit eingefärbt oder mit eingeklebt. Dementsprechend ist das wurschtpiep egal, ob an diesem Cover hier hinten ein Fädchen hängt oder nicht. Gucken wir uns mal an, wie wir das hier machen. Ein Fädchen. Nicht zu doll ziehen, weil sonst habe ich hier nämlich meine Schlaufe verloren. So, ich gucke mal, ob ich euch jetzt hier schon mit ins Bild holen kann, ohne mich selbst zu massakrieren. Ich habe mir nämlich heute schon herzhaft mit dieser Nadel in den Finger gestochen. Das heißt, das Motto oder ein Teil da drin sind Dornröschenseiten, die sind sehr echt. Sehr echt
wie im Märchen. Jetzt heiß ist natürlich hier, und das ist eine Konzentrationssache, deswegen bin ich so unfassbar still. Das heißt, das hier natürlich ordentlich ziehen, damit da drin die Etikette nicht durchhängt. Also ein bisschen durchhängen darf und kann sie. Sie wird es auch, weil ja, der Faden ist zwar nicht elastisch, aber es handelt sich einfach um Glasperlen. Und Glasperlen sind schwer. Schwere Perlen zieht der Faden. Das darf auch so sein, nur sollte man schon den Anfang gut machen. Judy, ich würde mal vorschlagen, na, dann mache ich da sicher lieber noch einen. Ich kenne mich doch. Hinterher habe ich das nämlich alles schön zu und fertig und fein. Und dann geht der Faden aus, das geht gar nicht. Das ist immer mein Horror, es ist noch nie passiert. Und trotzdem habe ich Sorge, dass es irgendwann mal soweit ist. Gut, also dieser Faden verschwindet im Cover. Oder in der quasi Überarbeitung des Covers, da wird nämlich noch richtig hübsch was draufkommen. Und hier drin findet sich jetzt ja dieses hübsche Deko-Element. Das gleiche baue ich jetzt nach hinten auch. Da nehme ich euch jetzt mal nicht mit. Ansonsten habe ich eine weitere Überlegung, die lautet nämlich, ob ich dieses Jute-Band als Kante verwenden soll. Da bin ich noch ein bisschen unschlüssig und ja, überlege halt. Also wirklich, ich würde sie nur als Außenkante nehmen. Also ich würde tatsächlich diesen Stoff hier nochmal auf die Knickkanten setzen und das Juteband nur für die Außenseiten nehmen. Da bin ich mir aber noch nicht so richtig einig mit mir selber. Ja, lasst euch überraschen. Ich hole euch dort ins Boot, was ich da gemacht habe oder was ich machen werde, oder werde es tatsächlich mit einem ja, Tutorial verbinden oder einem Craft With Me Video. Mal gucken, wonach mir dann ist, wie gut das funktioniert und wie laut ich fluchen müsste. Wenn ich sehr laut fluchen muss, dann mache ich lieber kein Video. Das ist ja nicht kein angemessener Content. So, das ist jetzt erstmal der zweite Teil. Der war wesentlich kürzer als der erste. Ich gehe mal davon aus, dass der dritte Teil auch wieder etwas länger sein wird. Wenn dir das Video gefallen hat zu meinem wunderschönen Jutebann mit Glasperlen, Stück Schnipsel zum Fotoalbum, dann freue ich mich über einen Daumen hoch, freue mich über Anregungen, freue mich über Kommentare, freue mich über neue Abonnenten. So riesig ist mein Kanal jetzt ja noch nicht. Deswegen muss ich ja noch ein bisschen Werbung machen. Freue mich auch über Anregungen, was besser geht, wie üblich. Den Text kennt ihr. Ja. Viel Spaß bei den nächsten Videos, die ihr so guckt. Da gibt es super coole YouTuber, die richtig coole Bastelvideos haben. Und natürlich hole ich mir da auch ganz viel Inspiration. Ja, ihr Lieben, bis demnächst in diesem Kino.